was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen auf meinem Kanal zurück. Und heute entscheiden 11 Footdraft-Kapitäne mein Weekend League-Team. Wir haben hier noch ein leeres Team am Start, lieben wir nicht. Und ich habe auch ein paar FIFA-Points auf dem Konto, die werden gleich runterrattern, denn ich werde 11 Footdrafts bauen. Also immer den Captain raussuchen und dann direkt das Footdraft abbrechen und ein neues Footdraft machen. Und wir haben immer jeweils 5 Spieler zur Auswahl, das wird ein Game-Changer-Team. Freunde, wenn ihr die Idee feiert, lasst gerne ein Like da. Ich würde sagen, das heutige Ziel für dieses Video sind 7000 Likes. Schaffen wir 7000 Likes? Wäre auf jeden Fall cool, ist eure Challenge. Lasst auch gerne noch ein kostenloses Abo da. Und ich will gar nicht lange rumlabern, ich würde sagen, wir gehen direkt ins erste Footdraft rein. Let's go! Gib mir eine gute Form. Oh! Wir haben sogar die 4-3 Offensive am Start. Ich würde das Draft jetzt sogar gerne auf Ernst bauen und die 3-4-1-2 auch. Ist eigentlich egal, welche Formation wir bekommen, denn wir nehmen ja eh nur den Captain mit. Aber vielleicht, falls der Captain zu krass sein sollte, baue ich das Draft fertig. Ich baue es nicht fertig. Wir haben zur Auswahl Lewandowski, Cavani, Lemar, Chiesa, Grealish. Ihr habt doch sogar Shapeshifter-Karten, Grealish und so. Und Lewandowski auch noch. Ah, Mann. Ja, okay, ist egal. Da würde ich sagen, ist Lewandowski unser erster Spieler. Aber wir upgraden ihn. Wir schummeln ein bisschen einfach. So, und was wäre hier noch so gekommen im Draft? Lass mal einmal auffüllen. Oh, Cordoba. Oh, Messi. Oh, ich habe eine geile Idee gerade bekommen. Vielleicht kann ich nächstes Mal machen. 11-mal Footdraft auffüllen, entscheidet mein Team. Dann könnte ich hier mir einen aussuchen und hätte in dem Fall Messi Totti nehmen können. Das wäre geil gewesen. Neue Videoidee. Hier oben, Leute. So läuft. Und damit würde ich sagen, haben wir unseren Stürmer drin. Vielleicht gehen wir aber auch in die FIFA 2 und spielen mit 2 Stürmern oder so. Mal gucken, was wir noch so für Kapitäne bekommen. Dann entscheiden wir sowieso nochmal spontan, welche Formation wir am Ende zocken. Ich würde sagen, wir gehen ins nächste Footdraft. Ich sag ehrlich, ein paar Icons wären auch geil. So für die Chemie am Ende oder so. Formation eh egal. Ich nehme mal die 4-3-3 defensiv mit. Und wir gucken, wer der nächste Captain. Oh, wir haben eine Icon, aber es ist Pires. Es ist Pires. Nehmen wir den jetzt überhaupt mit oder soll ich Morientes Shapeshifter nehmen? Oh, Pires auf dem linken Flügel ist halt nicht so krass. Den würde ich halt lieber dann in der 4-4-2 im ZM oder so zocken. Oder soll ich ihn einfach nehmen, damit Lewandowski schon mal ein bisschen Chemie hat? Na, da schon mal ein bisschen Chemie. Ja, okay, komm. Wir nehmen Pires mit. Er ist auch noch Franzose. Vielleicht kriegen wir noch Kanté Shapeshifter oder so. Für die Chemie. Wir tun es für die Chemie. Pires ist unser nächster Spieler. Oh, neben Lewandowski ein wunderschöner Pires. Ich habe ihn jetzt eben viel zu doll gedisst. Boah, Cancelo wäre hier noch gewesen. Bale wäre hier noch gewesen. Rashford wäre hier noch gewesen. Ey, das mit dem Auffüllen wird, glaube ich, eine echt geile Idee sein. Let's go. So, wir gehen auf den Markt und geben mal in die Suche ein Pires. Robert Pires. Der kostet doch safe unter 100k, oder? Ah, 70 für eine Prime Moments. Junge, was mit dem Markt passiert? Ja, okay, aber ist auch eine scheiß Prime Moments, ne? Was soll ich euch erzählen? Egal, der ist auch gekauft. Ist einmal ein Spieler für die Chemie. Sagen wir es mal so. Nett ausgedrückt, Spieler für die Chemie. Komm ins Team. Bo, 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 bo. Da ist ja drin. Da ist ja drin. Weiter geht's mit dem nächsten Spieler. Bis jetzt nur Angreifer genommen, ne? Vielleicht sollte ich als nächstes auch mal einen Innenverteidiger oder einen Torhüter oder so nehmen. Kriegt man überhaupt Torhüter bei der Kapitänsauswahl? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich überlege gerade, ob ich jemals einen Torhüter bei der Kapitänsauswahl hatte. Schon wieder die 4 der Offensive. Sonst kriege ich die so selten. Und jetzt kriege ich die gefühlt zweimal hintereinander. Und wir haben wieder nur offensive Spieler am Start. Ibra Kadabra. Bruno Fernandes. Luis Alberto, Haaland oder Lewandowski. Lewandowski haben wir schon. Das heißt, der nächste Spieler wird Bruno Fernandes. Wir upgraden natürlich wieder auf seine beste Version. Aber EA Sports, ihr könnt mir gleich auch mal wieder ein paar geilere Captains reindrücken. Ich sag euch ehrlich, so ein 99er Messi, so ein 99er Ronaldo oder so ein R9 oder irgendwie sowas in der Art, wollen wir haben. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, was die Kapitänsauswahl noch so sagen. Ich hätte den roten Bruno Fernandes im Team, aber wie mir gesagt, wir holen uns die höchste Version. Also muss ich nochmal auf den Markt gehen. Junge, drei, was? 30.000 Münzen nur. 30.000 Mücken für ein 93er Team of the Season mit den Stats. Junge, das ist ja komplett brutal. Wir haben den 8.8., wo ich das Video aufnehme. Und die Preise sind so im Keller. Also, die waren ja schon vorher im Keller, aber jetzt sind die so im Keller. Ich glaub's nicht. Bro, ich habe noch 8 Millionen Coins. Wie oft könnte ich mir Bruno kaufen? 8 Millionen durch 30.000. Ich könnte mir 266 mal Bruno Fernandes Tots kaufen. Ja, okay, aber dann reicht es, glaube ich, auch nur gerade so für Cristiano Ronaldo 99 oder Messi 99. Wieder die 4-3-3 Offensiv. Nö, diesmal nehme ich sie nicht mit. Ich nehme diesmal die Überraschungsei-Formation mit. Das ist das vierte Draft, glaube ich, jetzt schon, ne? Wir sind schon im vierten. Und die Server wieder hervorragend. EA, geil. Oh, jetzt. Goldkarten? Ernsthaft jetzt? Boah, aber Salah hat auch eine geile Tots-Karte bekommen, ne? Ich glaube, das ist ein klares Ding. Ich könnte hier auch den Perfect Link mitnehmen für Bruno. Aber ich glaube, da ist Salah schon noch ein Stück
Stückchen größer als Bernardo. Ja, doch. Wir holen uns Salah Tots. 297.000 Glocken für Salah geben wir mit Liebe aus. Ist auch relativ günstig für diese Karten. Ich habe die schon mal in meinem Main-Team gespielt in der Weekend League. Und was der Mann für einen Schuss hat mit dem linken Fuß. Boah, der ein oder andere Ball fliegt da auf jeden Fall in den Winkel. Da könnt ihr mir glauben. Mit dem Mann Finesse-Schüsse, andere Liga. Man denkt, man spielt Messi in seiner besten Phase, in der er jemals war. So, ich würde sagen, das Team nimmt doch langsam schon Form an. Gefällt mir sehr gut. Nächster Spieler. Aber langsam müssen wir auch ein paar defensive Spieler bekommen. Ich möchte nicht nur mit offensiven Spielern spielen. Am Ende steht hier ein R9 auf Linksverteidiger und ich weiß nicht, irgendwie, ja, ein Shapeshifter Werner auf Rechtsverteidiger oder so. Mal gucken, was da noch passiert. Formation. Zack. Jetzt ein guter Captain. Richtig guter Captain. Wir haben Messi am Start. Aber ich habe gerade Salah genommen. Und jetzt kann ich Messi nicht mehr gebrauchen, weil ich Salah schon habe. Nein. Aber Lucas Moura kann ich auch nicht gebrauchen. Sancho auch nicht. Son, irgendwie, ja, auch nicht. Ich glaube, was machen wir? Spielen wir Lucas Moura auf Rechtsverteidiger? Das ist, glaube ich, das Schlauste, was wir machen können. Premier League, RM, hat relativ gute Chemie dann auf Rechtsverteidiger. Oh, hätte ich eben Salah nicht genommen, hätte ich jetzt Messi nehmen können und hätte den als Totti oder so reinkloppen können. Wow. Naja, wir entscheiden uns für Lucas Moura. Lucas Moura, Glatzkopf, pup, patsch, kriegst eine Klatsche auf deine Glatze. Hazard Shapeshifter war da auch noch, auch geil. Und N'Golo Kanté. Wir haben Lucas Moura gekauft, wird einfach unser Rechtsverteidiger fürs Erste. Das, was ich schon befürchtet habe. Wow. Ich glaube, das wird eine geisteskranke Challenge, mit dem Team am Ende das Weekend League Game zu gewinnen. Wir werden nicht viel Chemie haben. Wir werden nicht viele Spieler auf der richtigen Position haben. Und vor allem hier in der Defensive nicht viele Spieler auf der richtigen Position haben. Ach, kriegen wir überhaupt einen Torhüter? Wie soll ich ohne einen Torhüter ein Weekend League Game gewinnen? Der Typ kann von der Mittellinie schießen, der Ball wird reinfliegen, wenn ich da irgendeinen Schirmer drin spiele oder so. Naja, das war unsere Challenge und wir werden die Challenge durchziehen. Komme, was wolle. Die Challenge wird durchgezogen. Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Hero Cole oder Raul? Ich werde mich, glaube ich, für Raul entscheiden und den ins mittlere ZM stellen, damit der schon mal ein paar Links verteilt an die ganzen Spieler und wir da schon mal safe sind. Das ist, glaube ich, stark. Mit dem kann man dann auch nach vorne spielen. Defensiv ist ja nicht der Stärkste, aber da geht was. Zumindest für die Chemie und zu finden zumindest nach vorne. Raul Prime Moments, zweite Icon. Und da haben wir auch schon den nächsten Spieler gekauft und im Team. Und das ist geil. Guck mal, er gibt dem Stürmer einen Link, den rechten ZM, den linken ZM, den linken Innenverteidiger, den rechten Innenverteidiger. Top. Wirklich top. Also EA, ihr wisst Bescheid. Gerne weiter solche Captains. Gerne weiter sowas in der Art. Icons, 90-Plus-Karten sind immer super. Icons und 90-Plus-Karten sind immer super. Hat Kovacic eigentlich dieses Jahr eine Special-Card bekommen? Nee, oder? Doch, man hat diese Showdown-SBC-Karte bekommen, ja. Aber die habe ich nicht. Also nehmen wir, glaube ich, Kingsley Coman mit. Der hat der Footies-SBC, wenn ich mich richtig dran erinnern kann. Ich hoffe, die kann man noch abschließen. Wir schauen mal. Wir nehmen ihn auf jeden Fall mit und jetzt schauen wir mal. So, bitte kann man Coman noch abschließen. Hätte ich eine richtig geile Idee für mein Team. Lacroix, Claire, Kroos, Boateng, Mendy? Nein. Man kann Coman nicht mehr abschließen. Dann muss es wohl der 88er Inform machen. Schade, Mann. Ich hätte gerne den Footies mitgenommen. Ich war im Urlaub und konnte den deswegen nicht mehr machen. Egal, der Inform tut's für heute hoffentlich auch. So, ich würde sagen, wir ziehen Pires hier ins Mittelfeld und tun Coman hierhin und dann hat Lewandowski Full Chemie. Bruder, am Ende doch mehr Chemie, als ich dachte. Ja, doch. Hier, da kann ich den noch LM machen. Warte kurz. Bumm, LM und dann hat der auch nochmal mehr Chemie, der Pires. 5 Chemie hat er dann schon. 4 Drafts noch. Boah, das Team sieht langsam, aber sicher echt richtig wild aus. Und es geht weiter mit der nächsten Icon. Wir könnten Beckham nehmen. Ist es schlau, Beckham zu nehmen? Ich glaube nicht. Havertz eventuell und dann Pires auf Linksverteidiger. Oder Foden. Auch nicht schlecht. Nee. Ich glaube, wir nehmen Beckham. Ja, wir entscheiden uns für Beckham. So ein Ding ist das. Hätte der mir nicht vorher einen Zidane 97 geben können? Boah, ich krieg Beckham als Captain und auf der 10 kommt einfach mal ein Zidane vorbei. Wir holen uns natürlich wieder den Prime Icon Moments von Beckham. Der sieht nochmal ein bisschen besser aus als der 92er Prime. Junge. Einfach auch der nächste Glatzkopf. Patsch, du kriegst auch eine Klatsche auf die Glatze. Wo ich heute im Flugzeug saß, ne, genau vor mir, ein Sitz vor mir, saß so ein richtig großer Typ, der hatte eine Glatze und ich hatte die ganze Zeit das Verlangen,
so seine Glatze einmal so zu streicheln einmal, um zu gucken, wie sich das anfühlt und so. Oder ich schneide mir auch demnächst einmal mal selbst eine Glatze, dann kann ich meine eigene Glatze streicheln. Man, kennt ihr das? Habt ihr das auch oder bin ich der Einzige, der immer dieses Gefühl hat, dass man so Glatzen anfassen will? Junge, guckt euch das an, nur noch 3 Spieler und ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Innenverteidiger und einen Torhüter bekommen werden. Innenverteidiger vielleicht, Torhüter unwahrscheinlich. Gib mir einen Innenverteidiger, gib mir einen Innenverteidiger, gib mir einen Innenverteidiger, gib ihn mir. Gib mir einen Innenverteidiger! EA, einen Innenverteidiger! Ja! Aber ich habe die SPC nicht mehr, ich muss die abstoßen. Nein! Aber egal, Varan, immerhin Innenverteidiger. Immerhin, immerhin, immerhin. Ja, leider habe ich die SPC nicht mehr, deswegen muss es der OTW machen. Aber immerhin ist es ein Spieler, der auf der richtigen Position spielt. Mit 82 Tempo, 87 Defending. Ich glaube, das passt. Das passt, das passt, das passt. Damit werden wir auf jeden Fall besser umgehen können als mit einem Stürmer, der dann da spielt oder so. Boah, Junge, wo bist du, Varan? Wo bist du? Hier ist er. Und jetzt fehlen uns noch 2 Spieler. 2 nur noch. Wow, nochmal ein Innenverteidiger jetzt, komm. Nochmal ein Innenverteidiger jetzt. Nochmal ein Innenverteidiger jetzt. Komm, 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 komm. Nein! De Jong, Mustovoy, Sterling, Kessié oder Deeper. Jetzt ist es richtig schwierig. Nehme ich Sterling und spiele ihn als Innenverteidiger, weil er aus der Premier League kommt und Chemie hat? Oder, ja, alles andere macht gar keinen Sinn. Wir nehmen Sterling. Wir nehmen auf jeden Fall Sterling. Unser linker Innenverteidiger ist ein rechter Flügelspieler. 2 Chemie, verdammt nochmal. Und jetzt kommt noch der Torhüter, das kann er jetzt nur mal. Ah, Mann, ey, ich habe keine Lust drauf. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Lacht euch alle schlapp, Freunde. Macht ruhig, mir doch egal. Unser Torhüter heißt Karim Benzema. Mount, groß, Tadic oder Ibra. Soll ich Ibra mitnehmen? Der ist groß. Der ist 1,95 Meter. Wir nehmen Ibra mit. Vielleicht hält Ibra ein paar Dinger. Der kann springen. Der hat auch Kampfsport gemacht und so. Der kann auch sein Bein so irgendwie einen Winkel tun. Wir nehmen Ibra mit. Ibra ist unser Torhüter. 1,95 groß. Der macht das. Und damit, Freunde, ist unser Team vollständig. Oder sollte ich lieber traurig sein über dieses vollständige Team? Oh mein Gott, 58 Chemie, Ibra im Tor, Sterling auf Innenverteidiger. Was habe ich hier für eine Challenge gemacht? Ich spiele jetzt die Weekend League damit. Wir werden so auf Kopf bekommen, ne? Wir werden so fett auf Kopf bekommen, wow. So, ich bin jetzt noch auf 69 Chemie hochgekommen, geht doch klar. Unser Weekend League Gegner sieht folgendermaßen aus. Jawohl, wenn ich von dem nicht auf den Kopf bekomme, dann weiß ich auch nicht. Food Champions Order, das spielt auch nur noch Höhler. Oh Mann, ey, ich habe Angst. Er gibt mir einen Sieg. Nee, doch nicht. Ich dachte, oh, geh, komm an. Der kann sich nicht durchsetzen gegen Kalulu. Da muss ich doch gerade denken, gegen was für einen Loser spiele ich hier Weekend League. Ibrahimovic mit einer Glanzparade und erneut mit einem schlechten Kopfball. Und wir haben gerade erst 4 Minuten gespielt, es steht 0-1. Ich glaub's nicht, das wird nicht cool enden. Kuman geht. Oh, wäre das jetzt der Futti, ne? Egal, der kann flanken, der kennt Lewandowski nämlich und Lever knallt den direkt auf den Torhüter. Eigentlich gut gemacht. Oh, oh. Ja, und da ist der Ball leider zum 2-0 drin, weil meine Abwehr einfach nicht gut steht. Junge, wie soll ich den denn verteidigen, diesen scheiß R9? Und dann macht er das wieder so gut und legt den rüber. Junge, der Gegner ist so gut. Hat doch irgendwelche Karten wie Rafinha, Futis und so, die komplett unübermenschlich spielen. Es reicht doch jetzt irgendwann. Guck mal, wie ich stehe. Guck mal meine Abwehr an. Hoch. Was macht ihr? Na, beruhig dich. Hat er auch mal Bock, die Ecke auszuführen? Wenn er zum Kopfball kommt, ist er drin. Wenn er zum Schuss kommt, ist er drin. Weil du die Übersicht hast. Lever. Ja, ey, was passiert da? Ja, wir sind zurück im Game. 4-2-1, wir sind zurück. Wie das auch immer passiert ist, ich habe keine Ahnung, aber wir sind zurück. Ich sag doch, wir sind zurück im Spiel. Nein, wieso wird er geblockt? Ja. Wir sind doch nicht zurück im Spiel, Mann! Ich spiele das Spiel nicht mehr! Digga, was mache ich hier für eine scheiß Challenge? Nee, nein, reicht! Okay. Hab ich gerade ehrlich einen Rage Quit gemacht? Ich hab gerade wirklich einen Rage Quit gemacht? Wir kennen's alle. Weekend League Rage Quits lieben wir. Bewerten, abonnieren nicht vergessen.